eyes. You don't have to wake up, but open your eyes. What's the matter? Somebody hit you? Here. No. Let me help you. Andrew, you getting these alerts? Kind of busy here. It sounds like real trouble. At the engine, they said Hope made a lateral ascension. What do we hope? They're not happy about it? No. Shit. Come on. Derselbe Brief, den wir am Anfang gelesen haben, von Outlast. Herzlich willkommen zu Outlast DLC Whistleblower. Wie gesagt, herzlich willkommen zu Let's Play Outlast. Outlast Whistleblower. Und nochmal hallo zur Kamera, hallöchen. Ich will eigentlich gar nicht spielen. Es ist sehr früh am Morgen, ich glaube 6 Uhr, fast 7 Uhr. Und ich bin gespannt. Na? Oh, da muss ich ja direkt hin. Ich muss da. Ja. Ja, ich bin hier. Ich muss hier arbeiten, ja? Hier hinten sind die Server. Oh. Nimm doch welche mit! Ich bin hier hinten an den. Ja. Ja. Okay. Und ich freue mich wieder ums Lesen. Es wird so schlimm. Yes. Ja, sehe ich genauso. Ja, finde ich auch. Nee. Ich war auf Klo. Ich war auf Klo. Darf ich durch? Nein? Okay, dann halt nicht. Aber interessant, erstmal wieder normale Menschen zu sehen. Ist ungewohnt. So, na mal. Nicht einfach so herumgammeln. Ja, arbeiten, an die Arbeit mit euch. Ja, ich bin schon auf dem Weg, Boah. Hier waren wir schon letztens. Ja. Ich komm schon, ich bin schon da. Hier hin? Ich guck mich jetzt mal um, da. Schick hier, okay. Ich geh dir ran. Ah, okay, sehe ich direkt Fehler. Ah, ein Fehler in der CMD-Datei. So. Ja. Ne, doch kein CMD. Ah, doch. Ja, hier CMD, was eingeben, ich sehe es gar nicht. Ja, genau, ja. Okay. Haben Probleme mit irgendeiner Echse? Ah, hier, Fehler. Erkenne ich sofort. Ja. Easy. Ja, finde ich auch. Jetzt erst warten. I think we are happy. Und ich frage mich immer noch, was das für Bilder sind, die gezeigt werden. Later. Hey, calm yourself. This is a high security. It's all right, agent. Oh, er kann nicht kommen. I'm sure he's still calm and eager to finish his work.
take your seat. Quickly, Mr. Park. Ziehen Sie sich bitte eine Hose an. The fusion monitoring is not active when we put him in the engine. Ja. 5 seconds. Hold. Ja. 3. Ja, ich habe bloß keine Menschen gesehen, die keine Hosen tragen. Das ist für mich was ganz Neues. Ich bin schon dabei. Hier, mal dies eingeben, das eingeben. Ja. You're finished, Mr. Wayland Park. Was für ein Exit, ich kann es nicht lesen. Ach du Scheiße. You need to exit the room, sir. Löst sich sein Gesicht auf? Ja, ich, alles okay. Ich bin schon dabei. Der Mann ohne Hosen, der hat mich komplett irritiert, deswegen kein Ding. Guten Abend, Officer. Wir müssen immer freundlich bleiben. Boah. Guckt der? Nee, guckt der nicht. Alles wird grau. Ich glaube, hier ist ein Leck, ich hör's. Das sollte man nicht, ne? So. Ah, das ist doch mein Büro. Warum sagt er, was soll ich da suchen? Also am Anfang, warum sagt er, ich bin da nicht. Egal. So, ist doch mein Büro hier. So. Ja. Was ist das? Ah. Einkaufsliste ist wahrscheinlich. Ich habe auch so eine Einkaufsliste. Schlimm. Software Engineer with a level 3 Security Clearance. Graduated cum laude from Berkeley, but still somehow not smart enough to realize that the last thing a fly on the spider's web is wiggle. Somehow dumb enough to think that a borrowed laptop, onion router, and firewall patch would be enough to fool the world's leading supplier of biometric security. Stupid, Mr. Park. More than stupid, in fact, that was laptop. Crazy. Das war teuer. I'm afraid we're going to have you committed. Mr. Park, will you willingly submit to forced confinement? Did you hear that, Agent? Vielleicht hat er geklappt. Yes, Mr. Blair. Great. Oh, and did I just hear Mr. Wayland Park volunteer for the morphogenic engine program? Well, that's what I heard, Mr. Blair. That was brave indeed, Wayland. The Murkoff Corporation and the Onward March of Science both appreciate your bravery and sacrifice. Maybe you could administer Mr. Park here a light anesthetic. Gladly. Autsch. Autsch. Mann, es tut weh. Hör doch auf damit. Oh. Whistleblower. Ist der Film schon zu Ende? Ganz ruhig. Oh, ouch. Hinter dir. Das war unser Freund Billy. Damit. Ach du Scheiße. Wir haben überlebt. Jetzt heißt es Endrücken. Sollte ich sterben? Vielleicht. Und wieder das mit dem Lesen. Und jetzt bitte verzeiht mir, wenn das mit dem Lesen immer so doof ausfällt. Ich hab's verkackt. Oh Gott, wo bin ich? Es sind Stunden vergangen. Oder Wochen. Mein Hirn ist mit Statik gefüllt. Sie haben mich dazu gezwungen, ihn anzuschauen. Den Antrieb. Muss Hilfe holen. Unbedingt Hilfe holen. Lisa, es tut mir so leid. Sollte ich sterben, dann weiß ich, dass du mich finden wirst. Ich weiß, dass du nicht ruhen wirst, bis du meinen Körper gefunden hast. Ich hoffe, du findest die Kamera bei meiner Leiche. Ich hoffe, dass die Beweise hier drauf das tun können, was ich nicht konnte. Die Wahrheit zeigen. Lisa, Baby... Es tut mir so leid. Ich hab verkackt.
Ich dachte, ich tue das Richtige. Ich hab sowas von verkackt. Also, so viel zu den Emotionen, die ich hier an Tag bringe, mache ich sehr gut. Und, okay, ich muss in die Steuerung wieder rein. Oh. Meint ihr mich? Hallo. Bin ich auch so hässlich? Hat er jetzt die Tür... Oh. Vielen Dank, mein Freund. Du siehst gar nicht so gut aus. Also, geh mal zum Orthopäden oder so. Oder Ornithologen. Der wird dir bestimmt weiterhelfen. Ach du Scheiße. Läuft. Na. Was? Oh, Batterien. Oh ja, bitte. Ich guck nochmal kurz auf den Toiletten nach. Sicherheitshalber, vielleicht finden wir eine Batterie, die wir später gebrauchen können. So, ich will nie wieder Batteriemangel haben, denn ich weiß ganz genau, wie das ist. Ich will es nie wieder durchleben müssen. Ist schlimm gewesen. Ich. Komm in? Ich komm doch nicht in, ich bin doch nicht doof. Oh. Hallo. Mach dir weiter. Ich, Oh. Ein Flitzer. Oh, oh. Scheiße. Oh, okay. Der ist wieder weg. Der hat uns schon mal verfolgt. Ich will das nicht nochmal. Ich will das auf jeden Fall nicht. Hat da gerade was geleuchtet? Muss ich da wirklich rein? Ich hoffe nicht. Oh. Wo ist die Putzfrau? Die Putzfrau war hier nicht. Die Putzfrau hat ein Zimmer ausgelassen. Jedes Mal das gleiche. Schlimm mit den Putzfrauen. Oh. Der lebt noch? Ich frage mich, wann ich irgendwann mal wieder anständige Menschen hier finde. Oh. Darf ich da durch? Danke, bitte Chainstein nicht. Ich muss hier wirklich mal kurz vor. Also, ich muss wirklich kurz mal vorbei. Ja? Ich will euch schon gar nicht stören. Ich mache sogar die Tür zu hinter mir. Siehst du? So viel Spaß, ich bin weg. Oh. Warum verfolgt ihr mich jetzt auf einmal? Ich sehe nichts. Oh, hallo, guten Tag, der Herr. So. Warum hat er mich jetzt auf einmal verfolgt? Noch zwei normale Menschen, wow. Ja, I noticed. We need to get to that radio. Outside help doesn't come without outside attention. You want responsibility for every legally shaky thing you did on the Murkoff Company payroll? I know I don't. It's too late to worry about that. It's just a stop. You're scared. You're not thinking straight. Let me make something clear. You tried a radio outside for help. I'm gonna give you a whole... Er hat ja nicht mit mir geredet. Ich hab da wieder direkt reagiert, als hätte er mit mir gesprochen. Jetzt rede schneller. Ja.
Ehrlich, ich mag den jetzt schon. Er ist ehrlich. Ein Funkgerät im Gefängnis. Meine Maus ist sehr langsam. So, oh Gott. Es gibt ein Funkgerät im Gefängnis. Kurzwellen sollten Saft haben. Den bringe ich zum Laufen. Dann wird es für mich arbeiten. Es gibt Hoffnung. Lisa, ich komme zu dir nach Hause. Mein Fehler lag in der Subtilität, wie du schon immer gesagt hast. Ich dachte, wenn ich ein paar Informationen an Journalisten durchsickern lasse, dann wäre es sicher. Ich wollte nicht im Mittelpunkt stehen, die ganze Aufmerksamkeit haben. Morgcroft ist gefährlich, das weiß ich. Ich dachte, ich versuche es mit Subtilität, um deinen Willens, Lisa. Und für den Jungen, das war gerade auf einer sehr emotionalen Sprache. Und für die Jungs. Aber ich hätte Morgcroft bloßstellen sollen, zeigen sollen, was sie der Welt antun. Ich hätte es jedem und allen zuschreien sollen. Ich kann nicht sterben. Nicht bevor ich ein Funkgerät erreicht habe. Sie können es jetzt nicht mehr vertuschen. Sie können es nicht, jetzt nicht mehr vertuschen. Es ist zu kaputt. Zu gefährlich. Hey, ich verkacke sogar schon bei den einfachsten Wörtern. Das ist, also heute ist auf jeden Fall nicht mein Lesetag. Ganz schlimm. Wirklich ganz, ganz schlimm. Bitte seht mir das nach, wenn das geschnitten ist. Ich will euch ja nicht stören mit meinem Gelese. Aber gut, ich sollte... Was ist mein Fuß? Was macht mein Fuß da? Ich kriege wie so ein letzter Hampelmann. Schlimm. Oh, guten Tag, der Herr. Achso, das war meine Sicht. Hallo, bleib da, ja? Ich bin mal kurz weg. Ich muss hier ganz kurz was verschieben. Aber bleib du dein... Hilfst du mir? Du bist scary. Viel Spaß. In die Richtung. Hey, einfach mal die Tür wieder hinter ihm zumachen. Okay. Ganz ruhig. Seit den letzten Folgen von Outlast will ich jetzt vor dem Ding wegrennen, ja? Grundsätzlich renne ich ja nicht vor dem Weg, aber seit den letzten Folgen habe ich einen Drang dazu. Oh. Ich sollte... Auf einmal ist ein Patient, ja. Sehe ich nicht. Ich guck mal, ob die Tür offen ist. Oh, zu groß die Tür, Alter. Ich gehe zu der Tür hin und hoffe einfach nur, dass sie zu ist. Ah, siehst du, hab gedrückt. Oh. Tschüss. Netter Kerl. Wirklich netter Kerl. Und noch ein Text. Die Ärzte sind krank. Ich habe noch nie einen Mann sterben sehen. Habe noch nie einen toten Körper außerhalb eines Sarges gesehen. Dutzende heute. Ermordet oder schlimmer. Ich habe einen Mann in die Augen geschaut, als er einen anderen in die Stücke riss. Behauptet, er sei ein Arzt. Doch dann sah er die Fetzen, in die sie mich gesteckt hatten, haben und änderten sein Gesicht. Er sagte auf einmal, er sei ein Patient. Das stand da gar nicht, aber ich hab's einfach so hingereimt. Er hätte entweder oder sein können. Sie sind alle verrückt, alle krank. Es gibt keinen richtigen Unterschied zwischen ihnen mehr. Die Therapie breitet sich aus. Und was bin ich? Ich sah dem Mann beim Sterben zu und dachte nur, ich bin es nicht. Gott sei Dank. Ich weiß, ich sterbe irgendwann. Ich will nicht ermordet werden. Das ist ein Wunsch, den irgendwie jede von uns hat, nicht ermordet zu werden. Ich kann das wirklich... Wo ist die Tür? Ich kann das wirklich nachvollziehen. Ganz ehrlich, also... Run by run, they're trying to get you. Nein. Oh, okay, ich glaube, ich hier bin ich sicher, ne? Hallo. Another one's coming? Ich sehe da aber niemanden.
Hello? From the other side? Okay, ich sollte wirklich dem Exit hinterher rennen. Oh. Elsa, haben die Loot dabei? Haben die Loot? Nee, ne? Oh, das hat sich gerade richtig ekelhaft angehört. Und nochmal. Ganz kurz gucken. Okay, da ist nichts. Jetzt Exit. Hilfe, Hilfe, Exit, Exit. Das war so klar. Ich würde jetzt alles, wirklich, ich würde jetzt alles dran setzen, diese Tür aufzubrechen. Alles. Aber nein. Nein, bloß nicht. Ach, die Tür will sich nicht öffnen. Na, dann lasse ich die Tür gleich. Aber wenn die Tür das nicht will, dann mache ich das nicht. Das ist respektlos. So, das ist ja unglaublich. Ich dachte, das schon... Das sah gerade aus wie ein TR. Jetzt sah es aus wie ein IE. Oh, ein Dokument. Dankeschön. 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 Rücktritt aufgrund mentaler Gesundheit. CC88208. Mr. Grant. Oder Miss Grant. Sorry. Es ist möglich, dass Sie in der nächsten Woche von einer Miss Lisa Park aus Liddeln, CO, kontaktiert werden, welche um einige Informationen über den Rücktritt und die Einweisung ihres Ehemanns Waylon bitten wird. In diesem Fall leiten Sie diesen bitte an mich persönlich weiter. Mr. Park, vorher Beratervertrag 8208, trat aufgrund einer bisher nicht diagnostizierten psychischen Erkrankung zurück. Ich habe Miss Lisa Park um ihre Söhne persönlich besucht und ihre Söhne persönlich besucht, habe ihnen diese Information mitgeteilt, natürlich mit einem Hoffnungsschimmer, in Anführungsstrichen, dass Marcroft Psychiatrics großzügigerweise die Behandlung übernimmt. Miss Park hat einige wenige freundliche Worte über mich und über die Marcroft-Kooperation zu sagen und ich versichere ihr, dass sie mit einer Handlungsvollmacht die Diagnose des Arztes, die Krankheit ihres Mannes betreffend, anfechten konnte. Würde dann allerdings aufdecken, dass er unter Vorspielungen falscher Tatsachen zurückgetreten sei. Dann würde die Krankenversicherung nicht aufgehoben und die Familie müsste sich mit einer nicht zu verachtenden Summe Schulden auseinandersetzen. Ich hoffe, sie hat verstanden. Sollte sie allerdings darauf bestehen, zu einer Plage zu werden, oder sollte sie versuchen, mich zu umgehen, lassen Sie mich bitte wissen. Ich möchte mich um diesen Fall persönlich kümmern. Mit freundlichen Grüßen, Jeremy Blair. Oha, ein Chinese ist so seine schwer. Mit freundlichen Grüßen, Jeremy Blair. Oder Blair. Blair? Das Ding ist... Wohin? The door is locked. The other door is locked too. Where should I go? Nein, okay. Ich wollte es nur ver... Huch. Hä? Na, hier war doch keine Tür, oder? Nein. Wohin soll ich? Wohin soll ich jetzt? Hier ist doch verschlossen. Hallo. Da ist doch ein Walkie-Talkie, Junge. Nimm doch mit. Der will doch ein Walkie-Talkie. Warum nimmt er keinen mit? Ah, guck doch. Hier, Walkie-Talkie. Walkie-Talkie. Laufen, reden. Hallo, laufen und reden. Ich muss wohl wieder zurück. Jetzt auf einmal ist offen. Oder was? Wohin muss ich? Irgendjemand schreit da. Wohin des Weges? Haben die irgendwas dabei, was ich mitnehmen soll vielleicht? Was ich sehr bezweifle. Aha. Nee, achso, war seine Hand. Ich könnte seine Hand mitnehmen, so ist nicht, ne? Jeder braucht mal eine Ersatzhand oder so. Muss ich hier nicht hin? Mann, wohin muss ich? Ich habe mich bei einem Horrorspiel verlaufen, das ist unglaublich. Mir bleibt nur noch ein Weg.
Hilfe. Aber jetzt mal ernst, wohin muss ich? Mitnehmen vielleicht, irgendwas einschlagen. Die Tür, die kann ich auch nicht mehr anfassen. Hä? Ich glaube, es ist ein Bug. Kann ich die Tür noch anfassen? Ja, ne? Ja. Was zur Hölle? Wohin geht's hin? Ich habe keine Ahnung, wo es hingeht. I think ich bin aufgeschmissen. Hallo, kann mich jemand zuschmeißen? Ich bin gerade voll aufgeschmissen. Tja. Ich glaube, hier sollte jemand reinrennen. Vielleicht gegen die Tür rennen. Okay, nichts. Ja, ja, ganz ruhig, ganz ruhig. Ich verschwende nur meinen Akku. Wohin muss ich? Hallo? 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 Hallo from the other side. Hallo? Can you hear me? I was wondering if after all these years you'd like to meet? To go over everything? Nicht? Dann halt nicht, ne? So, also wenn er nicht will, dann... Ich zwing keinen mit mir abzuhängen, ne? Das sind meine... Achso, stimmt, ich laufe hier barfuß rum. Hallo? Hä? Wohin muss ich? Ich geht... Und die Tür geht nicht auf. Also ich drück, guck mal, hörst du? Hörst du? Ich drück, mein Mikrofon wackelt sogar, ja? Geht nicht. Ich bin aufgeschmissen. Ich bin aufgeschmissen. Ja, ja, ja. Damals, 1937, ne, da war es nicht so. Im Krieg war das nicht so. Da ging jede Tür noch auf. Und wenn nicht, hat man die aufgesprengt. Oh. Ah, vielleicht... Vielleicht ist hier ein Riss in irgendeinem Plastik. Nee. Jetzt ist noch meine Batterie leer und ich verschwende eins komplett umsonst. Hallo? Hallo? Ist da jemand? Ich brauche Hilfe. Ich bin hier... Nein? Nein? Gelange zum Funkgerät im Gefängnis. Ja, wie komme ich ins Gefängnis? Ist hier ein Funkgerät irgendwo? Nein. Aber es ist doch kein Gefängnis hier. Also ich will jetzt nicht sagen, dass ich genau weiß, wie ein Gefängnis aussieht, aber das sieht mir sehr ungefängnissig aus. Und ich kann das Ding nicht mitnehmen. Vielleicht... Nee. Also, der toucht da sogar mit der Hand dran, aber er will es nicht aufheben. Das ist... Hallo? Hallo? Ich glaube, ich muss hier die Aufnahme pausieren. Ich habe keine Ahnung, wohin. Der ganze Horror ist jetzt draußen, ne? Oh, voll gruselig. Oh, Leichen. Oh, guck mal, der hat keine Hose an. Oh, Schreck. Ah gut, dass er keine Hose an hat, ist immer noch gruselig. Aber oh, guck mal, Leichen. Oh. Also. Tja. Okay. Ich bin weg. Tschüss, Sikorski. Bis zur nächsten Folge.